Nein, tust du. Oh, wenn die Kamera schon so wackelt, ne? Aber wenn die so kreischt, dann muss ihr doch irgendwas passiert sein. Oh nein! Jetzt wissen wir auch, wer die Trullala ist, die da hinten am Flur hängt. Ja, das ist Jessica. Yes! Ja, aber trotzdem. Ist es ein Bug, dass da immer noch das Lied, Be careful, I don't know what you say, und noch falsch übersetzt wird? How the fuck do I get out of here? Hä? Das ist ein Video von gerade? Ja, ist doch eine Erinnerung, da kannst du nichts filmen. Geh mal von aus. Das ist er, ne? Warte mal. Das könnte er sein. Wer ist er? Ja, wir, den wir spielen. Ach so. Und immer der Fernseher auch, ne? Jetzt mal lief der Fernseher auch komischerweise. Guck mal, die Gigazone. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Oh Gott. Ich will gar nicht wissen, oh, nee, was das ist. Oh nee, jetzt werde ich sterben. Das ist der Moment, wo ich die Demo wirklich ausmachen wollte. Und das ist natürlich ganz. Kommen wir jetzt in der Demo auch wieder zurück oder bleiben wir hier? Das ist jetzt die große Frage. Okay. Oh, lass mich. I'll bleed you in the yard! Ich muss weg. Ciao! Ja, ciao! Oh, er ist am Siegen. Oh Gott, wo muss ich hin? Normalerweise war hier das Maisfeld, aber hier. Oh Gott! Spring darüber! Oh Gott! Oh, lecker! Scheiße, denk dran, du kannst Schlüssel aussperren. Oh Gott, oh Gott, Alter, oh, lass mich. Ich kann hier nicht schneller. Oh Gott, oh Gott, was? Oh Gott! Willst du mich verarschen? Oh Gott! Ich kann nicht schneller laufen. Stress. Kriechen, Alter, was? Oh Gott, schneller, beweg dich. Oh Gott, der kriecht hinter uns her! Red Forest, red! Beeil dich doch, fuck, Mann! Schneller! Beeil dich! Oh Gott, wo muss ich hin? Weiß ich nicht! Alter! Geh aus dem Bild! Bam, in die Fresse! Oh nein, wo muss ich hin? Ich lauf falsch. Oh, ich lauf in die Sackgasse. Oh Gott. Oh Gott, lass mich. Oh Gott. Oh. Woe to the bloody city. Condemned to bear a mark of shame. Voll gestresst. Wo muss ich hin? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Aua, lass das. Woe to the bloody city. Ich weiß nicht, wer zu sterben. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß, du spielst gerade und für dich ist es gestresst, ne? Ja. Was war das denn? Kann grad nicht. Okay, kriechen war schon mal richtig. Kommt der Penner wieder von hinten. Ja. Ja, aber der ist jetzt weiter weg, weil wir jetzt erstmal wissen, wo wir hin mussten. Nee, doch nicht. Bullshit. Oh Gott! Bullshit. Oh Gott! Bullshit. Oh Gott. Bullshit. Ah. Lass mich! Ich muss mir dieses Fuchteln abgewöhnen. Aber wo muss ich hin? Hier vielleicht? Oh Gott. Ja, hier ist, glaube ich, richtig. Oh Gott. Scum shall be in the fire. Woe to the bloody city. Ist er blind? Nee. Okay. Hä? Ach, guck mal. Was wolltest du gerade sagen? Ich weiß, das ist Stress für dich. Weiß ich nicht mehr.
Irgendwas wolltest du sagen, das ist Stress für dich jetzt beim Spielen, aber... Ich weiß, für dich ist das Stress. Ja. Aber für mich ist das auch Stress. Ja, das glaube ich. Willst du weiterspielen? Hm. Also du kannst auch gleich sagen... Oh, oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, lass mich! Aua! Aua, aua, aua! Kann ich hier drüber klettern? Alter, lass mich! Aua! Lass mich durch! Aua! Geh weg! Lass mich! Echt jetzt? Ja, muss ich. Entschuldige. Ich kann unten, ich kann oben. Ich gehe erstmal unten lang. Nein, ich nicht. Ja, abschließen, abschließen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich irgendwie Schranken irgendwie, kann ich hier irgendwie öffnen? Ja klar, sind die Bretter vor, du dem Lack. Ich komme hier nicht raus. Oh warte. Ob das so eine gute Idee ist, in dem Raum kommen wir gar nicht raus. Ja, aber wenn wir nicht rauskommen, kommen die auch nie rein. Eigentlich. Ich glaube, ich schiebe noch mal ein bisschen. Aber ich kann mich hier nur verstecken. Jetzt mach mal das Hören an. Kannst du über den Türschlitz da klettern? Nee. Ja, ich glaube, wir müssen hier aber raus. Wir müssen bestimmt die Treppe runter. Mit Sicherheit. Oh Gott, 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 oh Gott. A knife seed. Abschließen! Abschließen! Die sind da! Genau, ja, da. Kannst du nicht irgendwo anders raus? Nein, leider nicht! Also es ist... Wir sind genau in die Sackgasse gelaufen. Die Fenster sind verbarrikadiert, hier ist auch zu. Und du kannst da nicht drüber? Nein. Nein, ich kann hier nicht springen. Ist ja kacke. Wir müssen hier raus. Kommst du durch? Ich renne jetzt einfach durch, komm. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Komm. Alter, ich bin nicht da! Ich bin nicht da! Als ob man das nicht sehen würde. Oh nein, oh nein. Hä? Die Tür hat sich zugemacht. So lob ich's ja, mir. So lob ich's mir. Oh fuck! Renn einfach. Renn vorbei. Ich will nicht schon wieder eine Bandage benutzen. Alter! Es geht hier. Wie viele Batterien haben wir noch? Scum! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich sehe nichts! Oh Gott! Oh, Alter! Okay. Mach die scheiß fucking Tür zu! Komm, 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 komm! Oh, ist das der Fall hier? Oh, komm! Lauf, 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 lauf! Baldrian! Baldrian, Raldian! Kraldian! Krall dir ein! Wer ist er denn? Gut, jetzt sieht dumm aus, wa? Oh, nee, ich glaube nicht. Noch. Ist das eine Frau? Oh nein, ja.
Die vergewaltigen die Frau noch, bis sie schwanger werden. Dann gut, 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 gut. I guess this is where the magic happens. Chairs for an audience to watch. Stühle für Zuschauer. Echt jetzt? Afterwards. Und ich habe es echt. Oh Gott. I couldn't have. Was? Stühle für Zuschauer? Wo denn? Wo denn? Ah, hier oder was? Bänke. Oh, sogar mit Kreuzen drauf. Wie ekelhaft. Boah, Alter. Oh mein Gott. Ist gerade gespeichert. Wie krank, ey. Ein bisschen rüberrücken hier. Komm mal wieder. Zappenduster ist das. Zappenduster. Oh, ich hab mich schon wieder gestoßen, ne? Was machst du denn da immer? Ich hab doch sowieso schon zu viele Blauflecken. Ich sehe aus, als wäre ich geschlagen. Batterien haben wir noch. The chapel. Zwei. Somebody there will know where they've taken Lynn. Fuck is this? Was soll ist das? Ich hab. Guck mal nach unten, da sind, glaube ich, Stacheln. What the fuck? Das sieht aus wie. Sind das Frauen? Nee, oder? Das sind. Oder? Missgebildete. Oder? Nee. Sind das. Das sieht merkwürdig aus. Aber alle auf. Hatten die Geschlechtskrankheiten? Ich hab keine Ahnung. Die sehen aus wie Arschiche bei The Witcher. Oh fuck, 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 oh fuck. Hier kann man nicht wie im Speedrun beim ersten Teil über die Kante einfach rüberspringen. Hier muss man, glaube ich, lang laufen. Ja, wird sich zeigen. Schauen wir mal. Oh, okay. Oh, Prediger. Hier wird dann gepredigt. Alter, diese Geräusche, ne? Gott weiß, was ich getan habe und er zwingt meinen Blick darauf, wenn ich schwach bin und Angst habe. Es war nicht meine Schuld, dass Juden nicht schwimmen konnte oder dass er mich nehmen wollte. Ich hätte ihn gerettet. Hätte ich die Kraft gehabt. Ich zweifle nicht an dir, Herr. Doch bitte zwinge mich nicht, Tag wie Nacht von solchen Träumen heimgesucht zu werden. Ich kann ihn nicht mehr ertrinken sehen. Nimm meinen Tod als Buße, denn ich trage Papas Northkind und leide Schmerzen, wie ich sie noch nie kannte. Das Kind in mir muss der Erzdämon sein. Bei den Albträumen und dem Leid in und um mir. Ich bin dein. Na, Halleluja. Stand by. Tschüss. Ich habe ein bisschen zusammengezuckt wegen dieser scheiß Treppe. Wegen der was? Treppe. Achso. Ich habe auch total die Orientierung verloren, wo wir gerade sind im Dorf. Vorhin waren wir noch in der Nähe von der Kirche und jetzt irgendwie, keine Ahnung. Und es geht nach oben und durch die Tür. Ich bin mir noch nicht sicher, wo nach oben. Ah, Tür ist eh zu. Hat sich gerade so eben erledigt. Ja. Teddy! Jasmine! Oh, süß! Der Mondbär! Ja, nachladen, gleich nachladen. Aber die haben wenigstens normale Kräfte, nicht so wie bei Teil 1, der komische Fettklops da, so, der ja, alles unser, kaputt. Das Merkel. He's in the house! Oh. Ach du Scheiße, Nach oben rein, immer beste Idee! Fuck, 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 fuck! Wo muss ich hin? Oh Gott! Fuck, wo muss ich hin? Oh Gott, fuck, wo muss ich hin? Aua, oh, fuck, wo muss ich hin? Oh fuck, 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 fuck! Fuck, 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 fuck. Kriech doch schneller! Krisenschneller! Krisenheller! Oh, ich bin Mistgabel! Oh Gott! Das wäre nicht so angenehm. Run, Bitch!
Lauf, 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 wo muss ich hin? Hinter oben! Du Vater! Ja! Und jetzt interagieren! Oh, oh, mach schneller! Mach, 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 mach! Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Oh Gott, wo muss ich hin? Hier, hier, hier! Gott! Oh. Ich bin viel zu heftig für sowas! Das Spiel ist jetzt auf einmal so die ganze Zeit war ruhig, schön chillig laufen, lalala. Wieso war da gerade ein Bett zu sehen? Geh da rein! Ja. Oh, kannst du dich nicht irgendwo verstecken? In das Bett oder so? Gott! Wieso ist das auf einmal so... Ich wünschte, ich hätte doch am Anfang gespielt. Oh. Hast du ja weiterspielen? Nee, hast ja gleich bald bis halb geschafft. Wieso sind jetzt auf einmal so stressig die ganze Zeit am Anfang des Spiels so ruhig und wir noch so großartig? Oh, das ist ja voll ruhig, ist ja doch harmloser wie eins. Aber jetzt kurbelt das Spiel aber ganz schön an, muss ich sagen. Das Spiel zeigt einem den Mittelfinger. Aber wollte ich gerade sagen, jetzt, aber die ganze Zeit war ruhig, ne? Ja, ja. Die ganze Zeit war so entspannt, so schön umgucken, ein bisschen so tralala, da kommt mal einer. Aber jetzt? Alter! Mach die Tür langsam auf. Ich muss total doll niesen, glaube ich. Echt? Hatschi! Wenn ich mich gleich erschrecke, geht's los, glaube ich. Verband! Ja, Verband, ja. Jetzt haben wir zwei, ne? Oder ein? Ich glaube, zwei. Und zwei Batterien. Boah, wir hatten mal drei Batterien. Ja, ich glaube, wir haben auch einige übersehen. Bin gespannt, wenn wir auf den treffen. Oder der ist nur so ein Prediger wie der Pastor im ersten Teil. Huch, das war ich ganz schön mutig. Oh, eine Batterie. Das mache ich aber auch immer so Augen zu und durch. Und dann. Ja. Waren wir? Nee, waren wir nicht. Ist hier noch eine Batterie da verbannt? Aber hier sind auch, guck mal, so Schultische und alles auch immer hier. Oh, das waren Briefe. Papier ist kostbar. Jegliche Nutzung für Zwecke, abgesehen von Kopierenknoss Evangeliums, muss von einem Diakon genehmigt werden. Auf das Stehlen oder die Verwendung von Papier steht die Blutstrafe. Was ist denn bitte eine Blutstrafe? Ich würde sagen, häuten oder sowas. Aber eben hast du das Gefühl, Blut zu tun hat. Also bei lebendigem Leibe gehäutet zu werden, muss sich wohl unangenehm anfühlen. Okay. Habe ich gehört. Oh, hallo. Ich glaube, der lebt nicht mehr so ganz. Der hat schon mal bessere Tage gesehen. Der hat wahrscheinlich Gitarre gespielt, da ist ein Zettel. Nee, noch nicht. Ich dachte, wäre ein Zettel. Also ist ein Zettel, aber den können wir nicht aufnehmen. Und hier ist eine Tür, die wir... Oh. Sind wir in der immer Kirche? Überall fliegen. Die ist ja auch tot. Wo sind wir denn hier? What the fuck? Was war das denn? Was war das? Am I losing it? Ja, halt hier zu machen. Ich fühle mich hier gerade sicher. Ich gucke mir mal eben das Videomaterial an. Going to heaven. God. Before they killed the children. You should have loved me. What am I doing? Okay, das können wir eben kurz einblättern. Ne? Ausrufezeichen wegmachen. So. Sieht ja fürchterlich aus. Aber was bringt es denn, die ganzen Kinder umzubringen? Dann haben sie ja keine Kinder mehr, die Kinder kriegen können. Ich habe keine Ahnung. Es geht ja vermutlich darum, dass die den Dämon halt beschwören wollen, ne, oder? Oder austreiben wollen. Ne, austreiben. Für die ist ja alles wahrscheinlich... es geht ja um den Antichrist, ne? Für die ist ja alles... Alles schlimm und böse. Frauen, die... Aber vor allem das erste Mal in einem Outlast-Spiel, dass es Frauen auch gibt. Beim ersten Teil gab es keine Frauen. Da gab es zwar eine Frauenstation, aber man hat nie Frauen gesehen, außer der dissoziative Dachboden-Dennis.
Naja, der wäre auch keine richtige Frau, ne? Ja, der wäre auch so gespaltene Persönlichkeit. So, wo geht's hier weiter? Was war denn da gerade, was ist da gerade eigentlich auch passiert? Oder ist hier irgendwas in den Himmel? Hä? Oder muss ich hier... Boah, wie krass das aussieht. Was ist das denn da? Aber es ist voll hübsch eigentlich so, wenn man mal den Gruselaspekt mitnimmt. Ja, wie hübsch das Spiel ist. Ja, stimmt. Ja. Wenn man so mal so drüber weg sieht, ist es echt hübsch. Also es ist definitiv nochmal eine Schippe draufgelegt zu Teil 1, auf jeden Fall. Eine große Schippe. Eine große Schippe, ja. Ich wollte die Tür zumachen. Diese Handlung habe ich jetzt als etwas... Okay, ist arschdunkel. So dunkel wie im Rattenarsch. Wer weiß, wie dunkel ist. Weil ich da schon mal drin war. Oh mein Gott. Ich dachte immer, du bist kein Arschkriecher. Nein, bin ich auch nicht. Außer bei Ratten. So. Du kleine Ratte, komm her. Ja, flipp, da bin ich schnell drin und schnell wieder raus. So, oh, ein Zettel. Ah, so, Ziel. Die Kinder sollen ihre Pflicht nicht fürchten, sondern sich an ihr erfreuen. Denn sie sichert ihnen ihren Platz, einen Platz im Himmel. Siehst du? Das geht darum, dass die in den Himmel kommen, aber die Dings den Satan austreiben, die an das Ding. Denk dran, im Himmel ist kein Schmerz. Papa gab dir Leben und dein Leben ist sein. Gott gab dir Leben und dein Leben ist sein. Du kannst den... Du kannst der Feind sein, ohne es zu wissen. Angst ist eine Waffe des Feindes. Gott kennt den Weg. Beschäftigen, studieren. Der Wal rettet Jonah und den vor dem Ertrinken. Jesus in der Wüste mit Satan. Abraham tötet Isaac im Herzen. Projekt Wallrider. Engelzeichen. Wer könnte der Feind sein? Der falsche Hirte, so wie bei Bioshock. Wir sind wahrscheinlich der falsche Hirte. Sonst gibt es hier nichts batteriemäßig? Nee, ne? Ne. Ich glaube, wir müssen hier raus. Aua, ja. Ich habe mich erschrocken, weil er sich verletzt hat. Toll. Du bist zu hoch. Bin, ja, zu weit gefallen. Jetzt haben wir nur noch einen Verband. Egal. Wir schaffen das. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Ja. Was war das denn gerade? War das gerade eine Katze? Ja, das könnte Gizmo gewesen sein. Ach nee, da singt wieder jemand. How do I get over there? Wie komme ich da hin? Vince. Okay, come like that. Just need something to stand on. Muss ich irgendwas da vorstellen. Ah, wahrscheinlich in den Wagen und dann wird wahrscheinlich irgendwas kommen. 100%ig, du wie es immer so ist. Oh, eine Notiz im Kinderwagen. Ist natürlich ganz lustig. Mama, Frau Carson hat gesagt, ich darf nicht sagen, was sie machen werden. Aber sie hat nicht gesagt, dass ich nicht schreiben darf. Bitte lass mich nicht töten. Ich liebe dich, Papi. Juliana. Oh, das ist voll süß, weil sie die Rechtschreibfehler und so da reingebaut haben. Ja. Da kommt dann jetzt irgendwas. Nach links schauen, warum. Hm, was? Die Frau steht vor der Tür. Ach so. Okay. War das die wieder mit der Spitzhacke? Mhm. Ich hab das gerade gar nicht gesehen. Ich war gerade so im Eifer mit dem Wägelchen. Hm. Hm. Mein eigener Schatten. Oh Gott, jetzt kommt die bestimmt wieder. Ich hab's gewusst. Nee, das ist eine andere. Ah, wir sind jetzt auf der anderen Seite der Brücke. Boah, das hat lange gedauert. Alter Schwede. Ah, wir haben einen großen, großen Umweg genommen. Das war doch die Brücke, wo... Echt? Wir sind durch den Aufzug gekommen. Aber nicht mal. Was für ein Weg das jetzt war. Was für ein Fußweg. Ich werde ungern hier Batterie verwenden. Das verschwenden, deswegen gehe ich hier gerade so ein bisschen... Was war das? Was? Da läuft einer. Die ist verbannt. Das ist die Frau da, die am Singen ist, die läuft uns hinterher. Oh Gott. Die ist gruselig, überall ist meins.
Glaube ich auch richtig? Ich habe keine Ahnung. Oh, ein Zettel. Lesen wir gleich, ne? Ja, hab ich keine Zeit für. Oh Herr, ich brenne von ganzem Herzen die Prophezeiungen, bleiblich zu haben, und ich verabscheue die Sünden, denn ich bin meiner Herr, den gut ist und meine Liebe verdient. Ich verdiene und ersehne die Strafe, bis mir eine Zeit gegeben ist, zu der ich dachte, mein Leben und Gnade und die des Propheten bloß nicht mehr sündige. Oh Gott, die Alte ist hier. Die kommt. Ich frage mich, ob die künstliche Intelligenz aus Teil 1 übernommen haben oder ein bisschen umprogrammiert. Weil es gab auch mal Leute, so, die dich einfach nur verfolgt haben. Und sobald sie dann bei dir in der Nähe, ohne zu rennen, sobald sie aber bei dir in der Nähe waren, haben sie dich dann geschlagen. Oh, hier können wir durch. Den Wagen kann man. Ach, guck mal. Ja, ein bisschen hoch. Wie gehst du denn weiter? Oh nein, ernsthaft? Wieso rettet ihr nicht? Wieso rettest du nicht? Nein, was? Alter, was denn? Was? 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 Alter! Ciao! Was hat denn für Riesenstelzen, dass hier so schnell ist, ey? Alter! Wo ist die? Was ist denn für eine Zicke, ey? Ich bin dich im Fass! Ich bin Super Mario! Oh Gott, das wird ja im Wahnsinnsmodus lustig. Also wir wissen auf jeden Fall schon mal. Oh, da ist die. Oh, die ist da. Oder? Die ist doch hier, oder? Ich weiß es nicht. Ich meine, da war gerade ihre Sense zu sehen. Hallo? Wir müssen nur das Wägelchen eigentlich schieben. Nur, wohlgemerkt, nur. Wo soll ich denn hin? Ja, Scheiße! Geh weg, lass mich, geh weg, lass mich, ich seh nix, chinesisch, chinesisch. Oh Gott, Scheiße, aua, ich seh nix, aua, lass mich. Scheiße, ich kann nicht mehr rennen. Das hat sie gesehen. Das war ja so klar. Die ist voll creepy. Ja, lass mich. Was? Hä, wieso töten sie dich denn nicht? Was ist das denn für ein komisches? Keine Ahnung, ich sehe nichts. Olli, wie schnell die ist. Wie soll man denn den Kack wagen? Ich glaube, wenn das Spiel richtig gemeint gewesen wäre, wäre sie einfach mal davor stehen geblieben. Die ja. Kommt. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo die. Aber das ist echt noch schwieriger wie im ersten jetzt. Also muss ich ehrlich sagen. Weil das Areal. Oh, da war sie. Weil das Areal so groß ist. Das Areal ist noch größer wie im ersten Teil. Im ersten Teil waren so kleine Areale immer. Wo ist sie jetzt? Da lang gelaufen. Ja! Alter, was? Oh. Stand die hinter uns? What the fuck? Das ist voll die Gemeinde, what the fuck, ey. Alter? Fick dich, du alte Kackbratze. Das wird ja lustig. Oh, ich freu mich schon. 10 Stunden. Ja. Oh, wie gemein.
Wie sollen wir den da in den Kackwagen schieben? Oh, die geht da lang, sauber. Ja, dann müsste sie gleich wieder auftauchen. Komm, 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 schieb den Scheiß, schieb den Kackwagen! Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, lass mich den Kackwagen los! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Geh weg, lass mich! Ich geh wieder in mein Maisfeld! Maisfeld. Mein Bett im Maisfeld! Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Du siehst mich nicht. Wie kann die auf einmal gemein, da? Ey. Wie kann die auf einmal wieder da sein? Jetzt kommt er hier. Schieb, 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 schieb. Ich werde noch eine Runde laufen. Kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch. Nein, 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 nein! Alter, was, 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 was? Fick dich! Ja, genau, ins Gesicht, bam! In die Fresse! So! Fick dich, ich kann schwimmen! Know what the fuck your god wants from me, lady. Genau! Fick dich! Du alte Truller! Ich sag's auch schon, Truller! Mir ist gerade sehr heiß! Ich würde gerne speichern und beenden. Leute, ich glaube, wir machen an dem Punkt machen wir, glaube ich, einen Cut. Ja, liebe Leute, wir machen jetzt erstmal für YouTube erstmal hier eine Folgenpause mit Outlast. Wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder. Und würde sagen, bis die nächste Woche. Ich brauche jetzt mal eine Baldrian. Ich brauche definitiv erstmal eine Baldrian. Ich kann Ihnen eine Koffeintablette anbieten, aber keine Baldrian. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Tschüss.